Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solbsacko, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und wir finden uns wieder in der Herausforderung. Ihr seht es hier über mir, wir sind in Camp Woodwind und ich bin auf der einen Seite heiß, auf der anderen Seite auch ein bisschen scared, bezogen darauf, welche Geister wir kriegen. Ich starte wie beim letzten Mal mit dem Thermometer, mit dem EMF-Gerät und nehme auch wieder die Box mit. Wir wissen, Taschenlampe und die UV-Lampe funktionieren nicht. Kopfcam ist nur Stufe 1. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und ab in unser Versteck. Wir müssen jetzt die erste Jagd überleben, damit wir wissen, woher der Geist kommt. Das ist so am entspanntesten, bevor wir jetzt hier mit dem Thermometer alles abklappern. Thermometer brauchen wir nur später, um Freezing zu bekommen. Aber sonst einfach jetzt nur warten, woher der Geist kommt. Und ich hoffe, er spawnt nicht eben hier. Es kann natürlich auch sein, dass wir der Banshee-Phantom Gespenst zum Beispiel haben, stalkende Geister. Das ist ein Event. Selber hell. Hier ist dicht und hier ist frei. Überhaupt nicht laut oder so. Eigentlich ist so ein Regengeprassel richtig schön. Also wäre ich jetzt hier in dem Zelt, ich könnte richtig gut schlafen. Würde natürlich gleichzeitig hoffen, dass das Zelt auch dicht ist. Und würde vielleicht deswegen nicht zum Schlafen kommen. Das wäre so ein Zwiespalt. Wir wissen ungefähr, woher er kommt. Und zwar hier in der Nähe vom roten Zelt und vom Generator und dem ganzen Schwan. Also hier vor mir sozusagen. Ich will jetzt aber trotzdem die Jagd abwarten. Dieses Early Event deutet nicht direkt auf einen Geist hin. Es deutet natürlich auf einen Geist hin, der vielleicht mehr Events geben kann, wie zum Beispiel mein Link. Aber selbst ein Shade kann mit 0% Sanity ordentliche Events geben. Deswegen ist das schwierig. Ich traue nicht. Ich überlege gerade, ob ich wieder in mein Versteck gehen soll. Nein. Lieber nicht. Es kickt mich direkt in mein Versteck. Es kickt mich direkt in mein Versteck. Banshee, Phantom, Gespenst, es kann alles sein. Alter Verwalter. Okay, damit habe ich jetzt an der Stelle nicht gerechnet, Ladies and Gentlemen. Ja, doch, kann man machen. Es war eine Link. Ah, bezogen auf viele Events könnte es eine Link sein. Also, richtigen Gedanken an einer Stelle gehabt. Wollten wir jetzt natürlich nicht testen. So, dann würde ich sagen, Abmaschine die nächste Runde. Es startet wieder ungefähr wie das letzte Video. Erstmal mit einem Loot. So, also, Und ich hätte auch Bock, direkt am Anfang schon darauf zu gehen, wenn ich irgendwas vom Geist höre, da mein Equipment hin. Wir müssen auch danach direkt ein Kruzi mit reinbringen. Das ist natürlich hier in Camp Woodwind schwierig, denn wenn du normale Räume hast, kannst du leichter die Kruzifixe platzieren und weißt, du bist sicher. In Camp Woodwind ist es stellenweise ein bisschen tricky, dein Kruzifix zu platzieren, denn wenn du keinen richtigen Geistraum hast oder nicht genau weißt, wo hält der Geistraum auf, wo fängt er an, ist es nicht ganz so einfach, die zu platzieren. So, jetzt sind wir diesmal hier in unserem ersten Versteck, in unserem entspannten Versteck. Im Regen zu und das war in dieser Richtung. Man hätte jetzt natürlich auch ein Parabol mitnehmen können. Na, dann würde man den Regen nicht so leicht hören, dann würde man andere Gegenstände leichter hören. Aber hier hinten irgendwo. Oder hier. Jetzt bin ich verwirrt. Eigentlich hier. Ja, ich würde sagen hier. Da ist die Kamera. Können wir eigentlich später dann direkt noch auf die Kamera schauen, ob wir vielleicht irgendwo einen Orb haben. Komm schon, Kollege, mach was. Hallo? Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Nein, doch da hinten. Er wird sehr leise. Und so viel Spielraum hat er hier hinter nicht. Jetzt bräuchten wir Fälle mal liegen. V, ne. Immer 5 im Buch. Okay. Wir wissen ungefähr, woher es kommt. Und zwar irgendwo aus dieser Gegend hier. Natürlich wieder mal ultimativ hell. So. War das hier hinten? Ne. Was hier?
Hier haben wir auch den Knochen. Ich platziere das alles hier. Ich will jetzt mein Kruzifix mitnehmen. Denn ich will dann den Breaker ausmachen, damit ich auch sicher mit der Box reden kann, beziehungsweise auch sicher weiß, wenn wir sie verwenden, müsste er damit reden. Also das Licht ist irrelevant. So, Kollege, lass mich einfach jetzt kurz in Ruhe. Licht töten, gell? So, bup und bup. Das Büchlein hier platzieren. Okay, er ist Richtung Picknicktisch gespawnt. Hier hinten irgendwo. Richtung weißes Zelt. Ist er sehr aktiv mit dem Werfen? Zwei Steps klangen so, als ob er langsamer ist. Ach, danke fürs Licht, Kollege. Okay. War das hier nicht schon... Das war schon wieder das Zelt hier. Hier haben wir auch Freezing Atem. Ich wollte den Breaker ausmachen, aber dann sehe ich auch weniger, deswegen gehe ich hier rein. Hier sind die Kruzifixe, hier bin ich sicher. Sollte er wieder vor mir irgendwo spawnen, laufe ich rechts ums Eck rum. Und damit etwas Glück ab ins Versteck. Alter, ich habe kurz so ein Gänsehautmoment gehabt, als ich rede, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe. Ah ja. Okay. Ich hoffe, dass die Kruzifixe wirken, dass wenn er jetzt anfangen möchte, dass ich rauskomme. Merci. Beweis. Box, 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 Box. Wunderbärchen. Also momentan sieht es hier nicht so aus, als ob wir einen EMF-5 bekommen würden. Man kann es jetzt noch nicht ausklammern, ne? Manche sind motiviert, manche sind demotiviert. Aber gedanklich könnte man es vielleicht schon mal sich so überlegen, okay, immer 5 könnte raus sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob mir hier gefühlt immer UV bekommt. Denn in der Runde gerade eben war es auch UV. Und im ersten Video hatten wir auch einen Geist mit UV. Und was war der andere Geist? Banshee, die gute Betty Banshee hat auch UV. Also es könnte vielleicht sein, dass wir hier nur Geister bekommen, die UV haben. Also zumindest ist jetzt so gerade meine Erfahrung. Oh nein. Sehen wir hier irgendwas vielleicht? Dann es kann natürlich auch sein, dass man über diese wunderschöne Cam hier ein Orb sieht, aber... Nö. Nö. Will ich nicht sagen. So. Dann nächsten Run mit rein, ihr beiden. Und wir bringen nochmal Salz mit rein. Wir haben das Gespenst noch offen oder welchen. Und es hat den Breaker ausgemacht. Hat den guten Breaker ausgemacht. Das ist jetzt für mich ein bisschen ungünstig. Der Gin wäre raus, ist aber sowieso. Wir müssen auf jeden Fall den Breaker anmachen. Wird ja auch am schnellsten merken, wann er ja. Okay. Ja, durch das flackernde Licht wissen wir natürlich sehr schnell, jagt er oder jagt er nicht. Hier drin hatten wir die niedrigste Temperatur. Und das hat schon einmal geknuspert, Wunderbärchen. Wir haben hier Freezing Atem, aber das muss ich erstmal temperieren. Jetzt ziehe ich hier jetzt erstmal... Oh. Ratte. Er ist hier gespawnt. Du kleine Ratte, du. Das ist wieder schwierig, wenn wieder ein Robin-Geist. Es kann sein, dass wir somit nicht an unser Freezing kommen. Deos auf jeden Fall auch nicht, ganz klar. Okay. Ey, das ist immer nervig, dass das Licht ausgeht. Übrigens gerade ist er hier gespawnt. War das jetzt Roaming? War das ein Wechsel des Geisterraumes? Schwer zu sagen an der Stelle. Ich will jetzt noch mehr Salz mit reinpacken, denn Punkt 1 habe ich gerade nicht darauf geachtet, ob ein Salz gedackelt ist. Auf der anderen Seite, einfach damit wir wahrscheinlich ja einen Geist haben, der dort reinläuft. Hier ist noch alles umgedreht. Nein, jetzt nicht mehr. Er geht offensichtlich ins Salz, das ist schon mal gut.
Alter. Ich krieg ein Herz, Kasper. Er möchte Football spielen. Was sagt die Temperatur? 1,8. 1,8. Dann eben hatten wir das beim Gin auch. Dass wir auf 1,8 runter sind. Wollte vielleicht wieder Richtung Friesen gehen? Ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall machen werde, dich hier hin und dich hier ein Stückchen weiter weg. Und gleich den Breaker aus. Bin auf jeden Fall richtig nervig. Bitte jag jetzt nicht, gell? Natürlich hört er nicht auf mich. Er ist sogar Richtung Tor gespawnt. Oh mein Gott. Hier ist der Baum. Hier hinten ist der Van. Und er ist hier gespawnt. Er ist eine kleine Ratte, aber Richtung Tor möchte ich jetzt eben dort noch platzieren. Kleine miese Ratte, du. So. Breaker ist aus. Dots Nummer 2 werde ich hier finden. Jauha, vielleicht noch ein bisschen lauter. Ich. Genau. Dots Nummer 2 werden hier platziert. Himmel, Herrgott. Ich hoffe, das passt jetzt ungefähr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es von der Videokamera passt. So, wir haben hier die Cam. Drehen wir jetzt. So. Ja, ich hätte die Dots noch ein bisschen weiter rüber platzieren können. Aber wenn er hier irgendwo reinläuft, sollten wir es sehen. Die linken Dots hätte ich ein bisschen zentraler platzieren können, die rechten ein bisschen weiter rein. Aber alles in allem können wir Dots sehen. Sollte er hier durchlaufen. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, oder? Was heißt unwahrscheinlich? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Da die Dots einen sehr kleinen Radius haben und er musste halt wirklich durchlaufen. Ich starre jetzt erstmal hier ein bisschen drauf. Leider sehen wir die am Picknicktisch nicht. Immer noch kein MF5, deswegen MF5 ist jetzt erstmal raus, finde ich. Aber bitte jetzt nicht jagen. Dankeschön. Zweite Kerne ist platziert. Die habe ich jetzt aber, ihr habt es ja gesehen, nur kurz sporadisch so ein bisschen platziert. So. Damit wir diesen Bereich hier abdecken. Wo genau er ist, ist gerade schwer zu sagen, da er entweder stark am Roaming ist oder die ganze Zeit den Geistraum wechselt. Bis zu 4 Mal kann er das machen, danach kann er zwischen diesen 4 Räumen wechseln. Also sprich, wenn er Raum A, B, C und D schon hat, kann er danach keinen Raum E aussuchen, er kann aber wieder einen Raum A, B oder C. Oder eben in D, je nachdem, wo er sich gerade befindet. In diese Räume kann er dann wiederum wechseln. Hier an der Stelle sehe ich jetzt erstmal keine Dots. Wir schauen jetzt aber auch nur kurz drauf. Sowas wie ein Gorios raus, ne? Ja, okay. Warte mal. Habe ich hier gerade was gesehen? Ja, ich drehe mich extra so hin, dann ist es ein bisschen rangezoomt. Ich war gerade der Meinung, ich hätte hier irgendwas gesehen. Aber es kann jetzt auch natürlich Schwachsinn sein. Ich war gerade der Meinung, ich hätte irgendwas gesehen. Ich schätze, ich habe mich getäuscht. Schade. Schade. So, starren wir jetzt nochmal auf diese wunderschöne Cam hier. Wäre die andere, die am Toilettenhäuser, auf jeden Fall lieber gewesen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Minuten drauf schauen. Für euch werde ich einen kurzen Cut setzen. Habt ihr es gesehen? Ganz, ganz leicht hat man es gesehen hier an der Kiste. Wir haben Dots, Ladies and Gentlemen. Und das ist schon mal gut. Das schränkt schon mal die Auswahl ein. Jetzt ist die große Preisfrage. Yokai oder Phantom? Der ist auf jeden Fall raus. Der hat uns nicht gefunden. Schauen wir mal. Was brauchen wir für... Wir können ja auch einfach so schauen. Orb für den Yokai. UV für das Phantom. Ich sag Phantom, da ich ums Verrecken keinen Orb sehe. Wir können jetzt hier nochmal genauer drauf starren. Wir können auch hier nochmal ins Zelt reinstarren. Das, was ich vorhin, wo ich der Meinung war, ich habe was gesehen, wie wir diese Cam gesehen haben, war ein Orb, ein Hyperspeed-Orb. Glaube ich nicht. Na, also ich habe was Schnelles gesehen und ich war der Meinung, es hätten entweder Dots oder Orb sein können. Ich drehe jetzt einfach mal hier schnell die Kamera, aber ich würde an der Stelle sagen, wir haben ein Yokai und ein Phantom. Entschuldigung. Und das würde es wieder bestätigen. Das wäre dann schon unser 4. Geist, der Fingerabdrücke hat.
Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn man sagen könnte, okay, ja, jeder Geist hier drin hat durch diese Challenge, weil man auch keine Vorlage hat, hat der Fingerabdrücke. Wäre interessant. Ich möchte da nicht nochmal reingelesen, Gentlemen. Ich fahre mit Phantom. Hier seht ihr es auch nochmal. Kein EMF5. Ja, sonst, wenn wir das offen haben, könnten wir auch noch ein Gespenst haben, weil wir es in Salzgedanke zu mit EMF5 ist definitiv raus. Genauso wie welcher Beweis wäre, also Freezing ist auch raus. Das Buch ist auch raus, denn wir haben kein Deo. Sprich, wir hätten nur noch die beiden zur Auswahl, da wir die beiden haben und den Rest ausklammern können. Ist eigentlich sehr, sehr schön. Ist eigentlich gut. Und da würde ich auf jeden Fall auf die Faust gehen. Und nicht unbedingt auf den Orb. Wenn wir jetzt einen Orb haben, raste ich aus. Aber ich möchte jetzt hier mit meinem zweiten Blinder rausgehen. Ladies and Gentlemen, let's go. Diesmal ein bisschen schneller und zwar die Hälfte der Zeit nur. Komm schon. Gib uns unseren zweiten Geist. Ein wunderschönes Phantom. Wunderbärchen. Perfekt. Also, war diesmal einfacher. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es einfach ist an der Stelle. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, können wir natürlich auch diese Challenge dann im Stream am Freitag auf Twitch, 21 Uhr, noch fertig machen. Oder ich mache sie privat hier zu Hause fertig. Also, auf Stream fertig. Aber ich denke, wenn wir jetzt noch eine Runde dranhängen, das wird wieder so eine 30-Minuten-Runde. Könnte ein bisschen zu lang sein. Ladies and Gentlemen, jetzt seid ihr dran. Versucht die Challenge. Versucht, das Beste rauszuholen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Denn wie gesagt, man kann auch einfach die ganze Zeit rein und raus gehen, bis man einen Geist hat, den man erkennen kann. Auch wenn man stirbt. Ist zwar keine angenehme Taktik. Ich bin davon jetzt nicht unbedingt ein Fan. Ich mag zu viel Glück, auf das man setzt. Mag ich nicht. Aber ich sag mal so, wenn du am Anfang bist, du bist so wie ich hier noch auf Level 3, dann tun dir diese 5000 Flocken gut. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. H3, bis dann. Ciao, ciao.